Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Warhammer 40k Deathwatch Tyranid Invasion. Ich musste gerade mal eben nachdenken, ich habe nämlich davor Train Fever aufgenommen und das wollte ich jetzt nicht sagen, weil das wäre nicht so passend gewesen. So, was ist passiert seit der letzten Folge? Ich habe ein paar Grind-Missionen gemacht und zwar 10-mal. Ich habe 10-mal die vierte Mission der ersten Kampagne gespielt. Dabei sind folgende Sachen angefallen. Ich habe ein Paket geöffnet. Ich dachte, ich könnte mir die Pakete kaufen und muss sie da nicht öffnen. Das war ein Fehler. Das muss ich leider. Da werden wir gleich in den Inhalt gucken. Ein Paket, wie gesagt, habe ich aufgemacht. An normalen Gegenständen, die so in meine Hände gefallen sind, habe ich verklappt. 3 Plasma-Guns, 3 Plasma-Pistolen, einen Stufe 2 Multimelter, 3 Power-Äxte und eine Stufe 2 Power-Fist. So, warum habe ich diese Stufe 2 Gegenstände weggeschmissen? Ganz einfach, das kann ich euch zeigen. Denn einmal haben wir hier zum Beispiel gefunden, ich glaube im Paket selber war der sogar drinne, eine Bolter-Pistole, den Baal-Hammer. Dummerweise kann der nur von einem Blood Angel benutzt werden und wir haben gerade keine Blood Angel-Angriffstruppen. Dumm gelaufen. Aber das hier konnten wir einsetzen. Ragnar Redmayne hat die bereits im Einsatz, die Power-Fist Stufe 3, auch bekannt als Hunter-Engel. Kritischer Schaden 450%. Das ist ziemlich cool. Wer auch immer dieses Ding also hat, der braucht auf jeden Fall jede Menge Crit. Ansonsten lohnt das nicht. Wie gesagt, ich hatte ein Paket aufgemacht. Da drin war dieser Kollege hier, Sanctor, ein Stufe 1 Assault Marine der Black Templar. Mit dem kann ich allerdings nicht so viel anfangen, deswegen werden wir ihn verhökern, aber ich werde nochmal für den Thumbnail vorher einen entsprechenden Screenshot machen. Deswegen werde ich ihn jetzt nicht unmittelbar verkaufen, sondern er wird beim nächsten Mal dann einfach nicht mehr da sein. Wir haben derzeit 172 Punkte, das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und wie ihr seht, können wir Upgrades fahren. Dadurch, dass ich natürlich 10-mal diese Mission gegrindet habe, haben wir hier jetzt entsprechende Möglichkeiten. Der hat 28.560 Punkte. Jetzt ist die Frage, was tun? Lass mal kurz gucken. Nach Schaden während eines feindlichen Zuges 20% Schaden bis zum Ende deines Zuges. Okay. Töten eines Feindes bringt 20% Chance auf Rückerlangung von einem AP. 15% plus Schaden für Melterwaffen. Dazu bräuchte ich erstmal welche. Einmal alle zwei Züge schieße auf alle in Schussweite. Vorsicht, die schwarze Wut trifft auch eigene. So, und einmal alle 4 Züge, 4 Aktionspunkte mitnehmen. Das ist alles gut und schön, aber Amit ist auch nur ein Stufe 2 Marine. Das heißt, wir werden ihn ersetzen. Er wird nicht in unserer Dauercrew bleiben, deswegen gehen wir jetzt erstmal folgendermaßen vor. Diese Punkte werden wir jetzt dafür einsetzen, dass wir die Genauigkeit und die Crit-Chance weiter nach oben treiben. Das mache ich jetzt einfach alles mal relativ in Anführungsstrichen unkontrolliert. Weil wenn der weg ist, dann haben wir nachher ja auch nichts mehr davon, wenn wir hier jetzt irgendwie was in die Fähigkeiten investieren. So, das gleiche gilt für Orto, weil das, was er hat, den Zielschuss, der macht schon Sinn. Deswegen nehmen wir den auch. Und der Rest geht in die Genauigkeit. Okay. Und dann geht's weiter. Ragnar Redmayne hier ist die Hand der Engel, wie angekündigt. Er ist auch ein ganz normaler Space Wolf, deswegen werden wir da jetzt nicht groß in diese Nummer hinein investieren, sondern das, was der halt richtig, was der halt eben richtig schön verdient hat an Erfahrungspunkten, werden wir einfach der Genauigkeit zuschlagen. So, ich meine, damit ist der jetzt schon bei 83%, das finde ich sehr, sehr schön. So, Blasius als Standard Tech Marine. Kurz gucken. 30% des Overwatch nichts kostet. 20% Genauigkeit für alle. Nö. Das ist jetzt auch nicht der
überragende Skill. Zumindest nicht jetzt. Also wenn wir nachher ein gutes, ausgewogenes Team haben, dann kannst du mit solchen Sachen natürlich nochmal richtig, richtig, richtig gut da was machen. So, und jetzt haben wir hier noch Herrn Brightfang. Der ist schon interessanter, weil er ist ein Tier 3 Marine. Jetzt schauen wir mal ganz genau, was er hat. So, schieße auf alle Feinde aller 5 Züge einmal. Okay, das ist nicht uninteressant. Einmal alle 3 Züge, 1 AP. Ja, nee, aber das will ich gar nicht. Plus 50% Schaden, wenn das Ziel unter 50% hat, das ist gut. Plus 50% für Flammerwaffen, das ist eigentlich auch nicht uninteressant, aber wir haben keinen passenden Flammer. So, also, wir wollen erstmal die Wolfsflinkheit. Also, wir haben jetzt 20% Chance für jeden Schritt, den wir machen, einen Punkt zurückzubekommen. Dann werden wir auch diese Sache hier machen, indem wir dann halt eben entsprechend, sobald das Ziel unter 50% hat, nochmal zusätzlichen Schaden verursachen. Alle 5 Züge, das Freifeuer finde ich auch ganz, ganz praktisch. Und der Rest geht auch hier jetzt erstmal in die Genauigkeit. Mehr... Ach doch, mehr geht. Mehr geht immer. So, komm schon. Ja, da ist das auch noch nicht so teuer. Der ist ja auch noch nicht so hoch. Okay. So, der ist erstmal bei 94 mit dem Standard-Bolter. Ich werde ihn jetzt noch auf 100 hochpushen. Und Gesundheit will ich auch dann nochmal verbessern. Da müssen wir gucken. Das ist jetzt immer so ein bisschen so ein Schlagabtausch. Was machen wir zuerst? So, wir werden jetzt nochmal ein Kartenpaket kaufen. Seht ihr, da kommen wir nicht raus. Da muss man dann draufdrücken. So, was kriegen wir denn hier? Wir haben ein Meisterwerk-Heavy-Bolter. Das riecht ganz deutlich nach... Oh, das ist ein Bolter für Imperial Fist. Das ist natürlich doof. Photon-Flash-Granaten. So, damit kann man APs vom Ziel entfernen. Und wir haben ein Tactical Marine von Imperial Fist. Okay, ist aber auch ein Standard. Der hat Freifeuer, Präzisionszielerfassung. Okay, und Plasmawaffenspezialisierung. Nicht übel, auch den werde ich nochmal liegen lassen, einfach schlicht und ergreifend deswegen, weil ich von dem noch einen Screenshot machen will, aber genau, ich benutze hier den Heavy Bolter und es gibt hier noch den Heavy Bolter Stufe 2 von Imperial Fist. Der ist in der Tat, ist der noch eine Spur besser, was den Schaden angeht, aber ja, da haben wir jetzt keine Chance, den einzusetzen. Das macht aber auch nichts. Wir sind jetzt im Akt 2. Wir sind auf Kroto 4. Das Imperium muss wissen, wo der nächste Angriff stattfinden wird, sodass die Verteidigung aufgestellt werden kann. Die Denkweise eines Aliens zu kennen, erfordert immer außergewöhnliche Methoden. Zufälligerweise sind Berichte eingetroffen, dass ein Broodlord in der Verteidigung von Kroto 4 unschädlich gemacht wurde. Wenn sein Gehirn geborgen werden kann, hat Inquisitor Harkon die Möglichkeit, seine Geheimnisse zu enthüllen. Na, dann wollen wir das doch mal tun. Während die Deathwatch-Landungskapseln auf Kroto 4 zurasen, hat der Maschinengeist in einer von ihnen eine Fehlfunktion. Die Landungskapsel stürzt in die Basilika und nur eines der Squad-Mitglieder darin überlebt. Ohne das Überraschungselement muss die Deathwatch sich neu formieren und mit der Mission fortfahren. Ja, dann wollen wir doch genau auch das mal tun. Die Truppe ist ja bekannt. Und dann werden wir doch mal schauen. Wenn man dann später natürlich noch bessere... Ja. Ich höre ja zu. Your battle brother has crash-landed and alerted the enemy to your mission. Reach the objective area before it is overwhelmed by the Tyranids. Okay. Eva Brightfang muss 10 Züge am Leben bleiben. Das dürfte dann... Wir scrollen mal eben raus, dass man das ein bisschen sehen kann. So, gut. Eva steht hier. Das ist unser Tier 3 Marine, ne? Ja, sieht so aus. Okay, dann wollen wir doch mal sehen, dass der jetzt mit Höchstgeschwindigkeit, sozusagen wahnsinniger Geschwindigkeit, jetzt schnellstmöglich wieder
mit seinen Brüdern in Verbindung gebracht wird. Und mit denen werden wir jetzt erstmal einen Schritt langsamer vorgehen, weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob nicht hier schon irgendwo ein paar Tyranniden auf uns warten. So. Wird zwar nicht viel bringen, aber wenn da einer vorbeikommt. So. Auf jeden Fall läuft hier was rum, man hört es. Und da kommen schon weitere, die uns an den Kragen wollen. Gut. Dann rücken wir hier nochmal Zug um Zug vor. Und säubern die Gegend hier ein bisschen. Aha. Dann werden wir auf den gleich mal feuern. Weil ich habe es nicht so gerne, wenn ich hier einen, der mir im Zweifelsfall ins Kreuz schießt, da rumlaufen habe. Schade, nicht erwischt und wir haben keine Punkte mehr. Na gut. So, dann rückt der Devastator erstmal hier hin vor. So, und du, Iva, gibst mal richtig Gummi. So, das sieht doch erstmal nicht so schlecht aus, was wir hier machen. Mhm. Und los. Ach komm schon, du hast die Hand der Engel und haust daneben? Was bist du denn für einer? Und gleich zweimal. Hallo? Kann doch die Wahrheit nicht sein. Oh Mann. So. Sag mal, ich wollte schon sagen, Menschenskinners, ich hab dem extra die Genauigkeit gepusht. Und der eiert hier rum wie der letzte Anfänger. Das gibt es auch nicht. Und der Trupp kommt dadurch auch nicht unbedingt wirklich schnell voran. Also wird Iva hier keine Heldentaten abziehen, sondern sich auch entsprechend zurückziehen. Oh Mist, ich habe nicht drauf geachtet. Ja, natürlich. Ah, jetzt hätte der glatt noch eine weitere Kachel gehen können. Das ist blöd. Wenn ich alleine spiele, mache ich hier immer auf den Speed-Up. Das lasse ich hier jetzt aber. Weil wir wollen ja einerseits alle Bewegungen und so weiter richtig sehen können. Es sei denn, euch ist das hier alles zu langsam. Aber ich denke mal, nein. So, gucken wir mal. Sehr schön. So. Prima. Die Truppe ist wieder vereint. Jetzt werden wir uns eine schöne Verteidigungsstellung suchen, um ihn halt eben am Leben zu erhalten. Und ich werde dafür die Brücke nehmen. So, weil das hat nämlich einfach ein... Ah, guck mal hier, der hat noch einen Punkt. So, können wir ihn da hinstellen schon mal. Ich habe da wenig Gelände zu verteidigen. Das ist halt eben der Vorteil, ne? Ich stelle den Devastator in die Mitte, dass der halt eben die von oben kommen, erstmal unter Feuer nimmt. Zwei nach links, zwei nach rechts und dann ist die Sache nämlich auch erstmal gegessen. Und dann kann ich da noch die letzten Züge abwarten, die Iva überleben muss und dann ist die Sache nämlich auch soweit ganz schnuckelig. Deswegen hatte ich zuerst gedacht, Iva da stehen zu lassen, aber da die hier ja nicht so richtig irgendwie in den Quark gekommen sind, war ich ja halt eben gezwungen, anders zu handeln.
Okay. So, dann können wir da schon hin. Die kommen hier schon im Gänsemarsch hinten dran. Was natürlich wichtig ist, wenn wir hier jetzt diese ganze Menge an Feinden haben, die sich auf uns stürzt, wir müssen sie natürlich am Ende des Tages halt irgendwie auch im Zaum halten können. Sonst haben wir da ein Problem. Aber bisher sind das alles ausnahmslos die Grundbasiseinheiten. Und mit denen werden wir schon fertig. So. Noch 5 Züge, dann ist Eva erstmal safe. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Gut, der kommt da ganz ran, aber das wird ihm auch nicht bekommen. Weil er kann nicht mehr angreifen. Ordentlich was los. Ich meine, meine Güte, ist ja auch nicht das Fälscheste. Das sind alles Punkte, die wir brauchen können. So. Hier hin. So, und jetzt haben wir hier erstmal die Verteidigungsstellung aufgebaut und können dann beikommen, sobald halt, oder was heißt sobald? Nein, ich werde die denn jetzt halt Zug um Zug verrücken. Weil ich möchte, dass links von dem Doppeladler 2 stehen, rechts von dem Doppeladler 2 stehen und in der Mitte steht halt eben der Devastator und arbeitet dann auf Distanz. Aha, okay, aufgemerkt, kommt was Schießendes. Sehr gut. So, kann der feuern? Jawohl. Und hat eh nur noch einen Punkt, damit können wir dann nicht mehr viel anfangen. Sehr schön. So, wir sind in Stellung.
Wir brauchen nur noch 2 Züge durchzuhalten. Okay. Wir werden einfach dann das so machen. Ja, der ist richtig gut unterwegs. So, dann können wir ihn hier erledigen. So, und hier ist tatsächlich nichts. Dann können die sichern. So, also ihr merkt das schon, ne? Also die Horden, die werden immer größer. Aber toi toi toi, bisher sind das halt eben nur Standards. Da versucht sich ein Thermagant einzuschleichen. Die Betonung liegt auf versucht. So. Lass sie kommen. Ja. Okay, auf beiden Seiten noch ein Thermagun mit dabei, aber das kriegen wir hin. Mal abgesehen davon müsste jetzt ja sowieso der eigentliche Auftrag erfüllt sein, oder? Überlebe den Xenos-Angriff. Das heißt, das, was hier jetzt noch rumläuft, sollen wir eliminieren? Das ist doch kein Ding. Alles, was es sich lohnt, auf Distanz zu halten. Das halten wir auch auf Distanz. Hier kommt momentan nichts. Deswegen geht er jetzt hier hin. So, und kann dann da noch ein bisschen mit alles befeuern. Nicht schlecht. Okay. Okay. Perfekt. Über die Brücke umgruppieren. Alles klar. Dann rücken wir vor. Oh, was? Der hat noch 2 Punkte dazu gekriegt. Das ist ja echt nicht schlecht. Dann aktivieren wir für ihn mal ein Overwatch-Protokoll. So, und ich denke mal, das ist in 1 bis 2 Zügen ist die Sache gegessen. Die müssten jetzt eigentlich alle so stehen, dass sie von hier aus direkt auf die Abholfelder gehen können. Oder wenn, dann ist es zumindest noch ein zweiter Zug,
wo denn noch ein kleiner Rest übrig bleibt, aber das kriegen wir alles hin. So. Komm schon, komm schon. So, wir sind dran. ja, nee, doch, das werden zwei Züge bleiben. Ist aber nicht so schlimm. Ja, vielleicht kriegen wir es doch hin, wenn ich den jetzt noch hier hinsetze. Also dieses mit dem AP wiederbekommen ist echt nicht verkehrt. Das hilft uns echt. Er darf noch. So, wunderbar. Dann kann er jetzt nämlich noch hier hinziehen. So, Blasius einmal ab auf das letzte benötigte Feld. Umgruppierung abgeschlossen. Und damit ist die Mission auf jeden Fall erfüllt. Gut, dann werden wir heute auch keine zweite mehr spielen. Die Erklärung und die anderen Sachen, die haben jetzt natürlich ein bisschen länger gedauert. Das ist klar. So, was gibt's dann heute? Blendgranaten. Okay. Also, ich bin kein großer Granatenfreund, das wird man feststellen. Ich habe da eher andere Gegenstände, die ich mir gerne ins Wargear packe. Deswegen werden wir die gleich mal verkaufen. Da habe ich noch eine Standard-Plasma-Pistole, die ich nicht verkauft habe. Na sowas aber auch. Warum das denn nicht? So, die eine Axt wollte ich ja behalten. Das ist ja richtig. So, die anderen Sachen kann ich nicht verkaufen, weil die halten die Leute ja gerade selber noch. Und die Grundausrüstung muss ich an einem Space Marine dran lassen, bevor ich ihn entsprechend dann entlasse. So, das Paket werden wir... Lass mal schauen... Ein Natetium für einen eventuell dann bei uns vorhandenen Apothekarius. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Ein Auspex. Na, 60% für das Crit bis zu deinem nächsten Zug. Das ist nicht übel. What the hell? Was um alles in der Welt bist du? Du bist Du bist ein Devastator. Sehe ich das richtig? Genau. Eieieiei. Okay, was haben wir denn hier? Vorbereitung. Übertrage alle übrigen AP in deinen nächsten Zug. Super. Trefferschuss 100% Genauigkeit für eine Runde. Noch besser, rare. Bestienmörder. Plus 20% Crit und Schaden für größere Einheiten bis zu deinem nächsten Zug. Verbesserter Metabolismus. Immer plus 1 AP. Gerade für einen Devastator. Super wichtig. Wolfsrudel. Plus 5% Schaden für jeden Space Wolf in deinem Team. Das ist nicht schlecht, das sind momentan 3. Ein Raufbold, 30% Schadensminderung im Nahkampf, auch gut. Deckungsfeuer, 30% Chance, dass Overwatch 0% kostet. Er ist ein Last Cannon-Spezialist, kriegt 15% Schaden für Laserwaffen. Da müssen wir mal gucken, dass wir eine kriegen. Und er hat regenerative Implantate, erhält 5% der maximalen Gesundheit am Ende deines Zuges. Der ist richtig gut. Der ist richtig gut, den behalten wir auch, auf jeden Fall. Den setzen wir auch richtig schön ein. So, jetzt müssen wir mal gucken. Otto, auch wenn du jetzt eigentlich deinen Job verlierst, kann ich dich trotzdem nochmal upgraden. Und Eva ist bei 94, hat 5500. Er könnte... Nee, das Ding will ich nicht. Das Ding will ich jetzt auch noch nicht. Das werde ich erst machen, sobald wir einen Flammer haben. Also können wir hier nochmal ein Level abmachen. Und der ist jetzt hier schon bei 96. So, dann, wo bist du? Engir Lupus. Ich möchte, dass du diesen schweren Bolter bitte nimmst. Jawohl. Ich gebe es ja ganz ehrlich zu, ich bin ja nicht so der Fan der Space Wolves, aber der sieht schon cool aus. Kann man nicht anders sagen. Longfang Ancient. Sehr cool, den habe ich so noch gar nicht gehabt.
Aber, ups. So. Wie es da weitergeht auf Kroto 4, gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Da gehen wir dann vielleicht auch wieder auf die 2 Missionen zurück. Das kommt halt eben immer so ein bisschen auf die Zeit an. Aber jetzt mache ich erstmal Feierabend für heute. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Ich bin raus. Ciao.